Eine Fesselungsmale, kein Zeichen von Folter. Verstehe nicht. Trotz Ihrer Intelligenz, Professor, ist es Ihnen immer schwer gefallen, Beweise zu akzeptieren, die Ihren Vorurteilen widersprachen. Wann werden Sie endlich akzeptieren, dass ich hier bin, weil ich hier sein will? Vielleicht haben ihn die Wehrlock einer Gehirnwäsche unterzogen oder ihn unter Drogen gesetzt, um ihn unter Kontrolle zu halten. Unwahrscheinlich. Pupillen normal. Körpersprache entspricht normalem Metabolismus. Bitte, Professor. Sie haben darüber einen Artikel verfasst. Erzwungene Verhaltensmodifikation führt immer zu geistigem Verfall. Ob nun durch Indoktrination der Reaper oder durch Drogen. Die Testobjekte haben immer ihre höheren kognitiven Funktionen eingebüßt. Keine Gehirnwäsche, keine Konditionierung. Malin muss für Arbeit in optimaler Verfassung sein. Zwang muss andere Ursache haben. Er wurde nicht entführt. Er ist freiwillig hergekommen, um die Genophage zu heilen. Unmöglich. Das ganze Team war sich einig. Projekt war notwendig. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solus? Ich war ihr Schüler. Ich habe zu ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung. Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Glauben Sie ernsthaft, Ihre Experimente hier wären gerechtfertigt? Wir haben kulturellen Genozid verübt. Nichts, was ich tue, kann danach je wieder gerechtfertigt sein. Die Experimente sind monströs, weil man mir beigebracht hat, ein Monster zu sein. Morden, haben Sie jemals solche Experimente durchgeführt? Nein, das habe ich Ihnen nie beigebracht, Malin. Ihre Hände sind also unbefleckt. Dann ist es auch egal, dass der Boden mit dem Blut von Millionen getränkt ist. Sie haben mir beigebracht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ich werde unsere Tat ungeschehen machen, Professor. Auf die einzige Art, die mir das ermöglicht. Sie sprachen über den Tod, aber die Genophage bringt niemanden um. Sie beeinflusst nur die Fruchtbarkeit. Die Kroganer kämpfen um fruchtbare Frauen. Sie werden Söldner oder Piraten, weil sie keine Alternative sehen. Sie wären jetzt mitten in einer Blütezeit ihrer Kultur, wenn wir nicht beschlossen hätten, dass sie etwas anderes verdienen. Inkorrekt. Große Kroganer-Populationen führen immer zum Krieg. Die Simulationen waren eindeutig. Warum die Zusammenarbeit mit dem Wehrlock-Clan? Und wie sind Sie an die Daten der Genophage gekommen? Die Daten waren leicht zu kriegen. Wir hatten immer noch alle Zugang darauf. Wir waren Helden. Ich musste nur danach fragen. Und was die Wehrlock angeht, sie waren der einzige Clan mit genug Ressourcen und der nötigen Entschlossenheit. Malin muss offensichtlich nicht gerettet werden. Was haben Sie vor? Ich muss das alles beenden. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. Moment, Sie müssen das nicht tun, Mordin. Sie sind kein Mörder. Nein, bin kein Mörder. Danke, Shepard. Love you, Mordin. Ende. Malin. Raus. Kein Warlock übrig. Projekt beendet. Was ist, wenn er mit anderen Kroganern spricht und die Öffentlichkeit über das Projekt zur Modifikation der Genophage informiert? Die Special Task Group ist gut im Verwischen von Spuren. Es wird keine Beweise geben. Dass Warlock mit Salariana zusammenarbeitete, ist ungewöhnlich. Andere Kroganer werden ihn töten. Haben Sie keine Sorge, dass er seine Forschungen wieder aufnimmt? Nein, diese Anlage wird versiegelt und die Special Task Group unterbindet den Zugriff auf die alten Daten. Er könnte bei Null anfangen, würde aber Jahrzehnte dauern. Und ich habe Ihnen nicht alles beigebracht, was ich weiß. Sie haben den Professor gehört. Verschwinden Sie, bevor er seine Meinung ändert. Wo soll ich denn jetzt hin, Professor? Mir egal. Versuchen Sie es auf Omega. Die könnten noch eine Klinik brauchen. Die Kroganer haben nicht verdient, was wir ihnen angetan haben, Professor. Die Genophage muss ein Ende nehmen. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler. Danke. Machen Sie sich um mich keine Gedanken, Mordin. Wie geht es Ihnen? Hätte ihn töten sollen. Wollte es tun. Ist leichter, als ihm zuzuhören. Auch leichter für ihn. Die Experimente zeigen, wie tief er gesunken ist. Von Korganern ist sowas zu erwarten, nicht von einem der meinen. Vielleicht denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal eine Diskussion über die Ethik der Genophage führen. Ja, so viele Variablen, Stressreaktionen, unmöglich präzise vorherzusagen. Stoff zum Nachdenken. Malins Forschung, das einzige lose Ende, könnte sie zerstören. Ende, Sicherheit. Aber dennoch ist sie wertvoll. Diese Forschungen beruhen auf Tests mit lebenden Opfern. Die Ergebnisse sind schmutzig.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Opfer umsonst gestorben. Wenn ich die Forschungen behalte und weiterführe, bekommt alles wieder Sinn. Malens Arbeit könnte Genophage heilen. Wäre möglich. Folgen für Kogana. Folgen für Galaxie. Zu viele Variablen. Zu viele Variablen. Sie bedauern, was aus den Kroganern geworden ist. Sie sehen die Schrecken, die sie hier verursacht haben. Aber sie sehen auch den Verlust. Verschwendetes Potenzial. Das verdienen Sie nicht, Mordin. Retten Sie die Daten. Stimmt, Shepard. Sichere Daten und lösche lokale Kopie. Genau, dann haben wir wenigstens die Informationen. Heilmittel noch immer Jahre entfernt, aber besser als ganz von vorn zu beginnen. Fertig. Wir können gehen. Wir können Tuchanka verlassen. Irgendwo hingehen, wo vielleicht die Sonne scheint. Verschwinden wir von hier. Verschwinden wir von hier. Wir müssen gleich zurückgehen. Weil wir ja noch Grunt helfen müssen. Grunt mit seinem Pubertätsproblem. Oh Gott. Ja, der Morden. Ich finde den cool. Ich finde den so geil, den Typen. Ich weiß gar nicht. Es wäre süß, weil es gibt ja diese Fango-Pop-Figuren von Mass Effect. Zwar nicht alle, aber doch ein paar. Wenn die Morden machen würden. Ich würde mir den direkt kaufen. Aber direkt kaufen. Aber naja, wenigstens haben sie Garrus gemacht. Den ich mir auch direkt zugelegt habe. Selbstverständlich. Soll ich den Frauen klar um das Recht der Elternschaft bitten? Wozu sich mit Politik umärgern? Was, die müssen den. Ah, stimmt, der Frauenclan ist ja auch noch so was anderes. Die sind ja total unterteilt in Clans und Gruppen und hast du nicht gesehen. Hallo, Süßer. Ich gucke doch. Mein Kundschafter ist zurückgekommen. Er liegt jetzt im Zelt. Er weiß nur noch, dass er gefoltert wurde. Und er erinnert sich an sie. Er sagte, sie hätten ihn angeschrien, bis er aus der Basis und hierher zurückgehauen. Na, definitiv. Sie haben wirklich Mut, Mensch. Danke, dass Sie meinen Kundschafter gerettet haben. Dadurch muss ich dann schon wieder einen neuen ausbilden. Wir reden später weiter. Okay, what? Anfangs hatte ich es ja für Munitionsverschwendung gehalten, einfach auf diese Quellgeister zu schießen. Inzwischen denke ich, wenn diese Örtnert mit so großen Geschützen so kleine Säugetiere treffen, werden sie mit einer Invasionsstreitmacht kurzen Prozess machen. Nee, ich wollte mal fragen wegen, Was brauchen Sie? Wir reden später mal. Nein, um Gottes Willen. Wir reden später. Wir reden später mal, genau. Ich suche. Geben Sie mir einen Grund. Ist alles gut. Mir schauen egal. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit für einen. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Ich habe draußen im Feld einen Ansaugstutzen gefunden. Ist es das, was Sie brauchen? Es wird gehen. Zumindest schneller als einen neuen zu bauen. Sie haben mir gerade 3 Tage Arbeit erspart, Mensch. Sie haben sich meine Zeit verdient, wenn Sie sie wollen. Woran arbeiten Sie da? Ich tune die Maschinen für die Schlacht. Es ist ein Wunder, dass es dieses Tonka zurück ins Lager geschafft hat. Es könnte schlimmer sein. Ein paar Treffer mehr auf die Breitseite und das Ding wäre auseinandergefallen. Für Kogana ist Kampfkraft ungeheuer wichtig. Wie sind Sie Mechaniker geworden? Was glauben Sie, womit diese Idioten aufs Feld kommen, um sich gegenseitig umzubringen? Wer hält wohl die Waffen am Laufen? Ohne mich gibt es keine Schlacht, nur ein Abschlachten. Ich bin die militärische Macht des Urnot-Clans. Was halten Sie von Reef? Reef denkt wie die Ahnen. In seinem klappernden Schädel steckt jede Menge Weisheit. Ich mag den Gittertalk-Clan nicht. Aber wenn bei denen einer aus der Reihe tanzt, zerreißen sie ihn wie einen Pijack am Vergeltungstag. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Zurück. Mein Baron ist hungrig. Ich bin noch zurück. Ach so, ich muss... Ich muss mal zurück zu meinem Schiff. Ich muss mal den, den Kroganer erstmal ranholen hier. Oh, jetzt muss ich zurücklaufen. Ach so ein Shit. Na, hätte ich mal den Kleinen mitgenommen statt dem Garrus, ja. Naja. Müssen wir halt kurz hin und her laufen. Ja, Papa, ist in Ordnung. Nee, ich möchte ein neues Mitglied anfordern. Gucke.
Nein, ich möchte ihn mitnehmen und ihn mitnehmen, bitte. Wunderschön. So, beenden. Freunde, wir müssen jetzt los. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder zur Kundschaft. Und er sagt uns dann, ihr müsst dorthin. Ich glaube, die Mission vom Grunt war relativ kurz oder vergleichend erfolgen. War so lala, glaube ich. Auch so ungefähr die Länge wie bei Mordin. Ich finde es nicht schlecht, dass die echt Missionen für die einzelnen Charaktere gemacht haben. Da lernst du die noch so ein bisschen kennen. Finde ich gut. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche? Das soll die großartige Heimatwelt der Kroganer sein? Das Land von Kredak, Shiaga und Viol? Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Hätte nie gedacht, dass ich den Tank mal vermisse. Was brauchen Sie? Wir reden später weiter. Oh Gott, der verdammte nochmal jetzt hier. Ein falscher Shit, Shepard. Ja, Baba, ist in Ordnung. Ja, Kampfshit. Warte, oh meine. Oh, Tastatur macht wieder was will. Weiß. Mach fertig. Das war aber nix, Freund. Oh, meine Tastatur macht dir gerade, was du willst. Das finde ich gerade nicht so prall. Hör auf, immer nach links zu laufen. Danke. Ja, Shepard. Reden Sie, damit ich wieder zurück an die Arbeit kann. Was wollen Sie? Ich habe einen Kroganer in meiner Reden Sie mit dem Schamanen und leiten Sie Grunts Prüfung in die Wege. Der Rest liegt dann bei... Danke für Sie wohl, Wo Shepard. Ist denn der Schamane? Sein Oh, warte mal, ich glaube, ich muss hier lang. Hast du diesen Bericht im Extranet gesehen? Dieser Müll filzt dir das Hirn voll. Schamane! Hier ist was. Nee, galaktische Nachricht, wollen wir nicht hin. Du hast noch nicht mal den Mummes zu versuchen. Schamane. Sie überschreiten ihre Grenzen, Gettatak Ulvenk. Die Riten der Ordnung gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Ubenk. Erdnot Reef hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu erbitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Kran steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Kran? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Wie kann man einen Kandidaten prüfen, wenn er zu seinem Initiationsritus Verstärkung mitbringen darf? Nicht jeder Kroganer kann ein starker Krieger sein, aber jeder muss die Seinen dazu inspirieren, an seiner Seite im Kampf ihr Bestes zu geben. Wenn diejenigen, die sie am besten kennen, nichts Wertvolles in ihnen sehen, sollten sie die Ödnis durchwandern und einsam sterben, bevor sie meinen Clan schwächen. Grunt will den Erdnot-Clan stärker machen. Nennen Sie uns ein Ziel und wir werden es auslöschen. Gut gesprochen. Die meisten Aliens und einige Kroganer verstehen unser Leben nicht. Dieser Mensch schon, wie mir scheint. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. Wenn Sie uns in die Quere kommen, sorge ich dafür, dass Ihre wenigen verbliebenen Gehirnzellen das Tageslicht erblicken. Ha, sie gefällt mir. Sie versteht uns besser als so mancher unserer eigenen Art. Wie eine menschliche Shiaga. Schamane, Sie dürfen nicht zu seinen Gunsten entscheiden. Was wird aus der Kroganer-Tradition, wenn Sie den Ritus beschmutzen? Sie wagen es? Ich war ein Krieger, bevor Ihre Mutter geboren wurde. In meinen Worten liegt die Autorität von Jahrhunderten. Ich entscheide, wer würdig ist. Ende der Diskussion. Mein Opa hat gesprochen. Hast du mich gerade geschubst? Ich glaube, es geht los. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Wie ist jetzt Ihr Problem?
Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig. Let's go, bitch. Crunchy Crunch. Wir machen dich jetzt zu einem vollständigen Erwachsenen. Damit du vollständig meinem Team nützlich sein kannst. Und nicht hier deine pubertären Kleinigkeiten austragen musst. Wie zum Beispiel das Glas in der Normandy kaputt zu machen. Das fand ich nicht in Ordnung. Hätte das ruhig mal reparieren können. Crunchy Crunch kommt mit. Morden Morden kommt auch mit. Ja. Weil Morden kann wunderbar Schutz-Shit down machen. Kann man das nicht abbrechen? Ja, gut. Das ist die neueste Narbe, die Puchanka davon getragen hat. Die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Kogana. Ordnordclan anschließen möchten, müssen sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsehen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kogana. Okay. Darf ich den Button? Zuerst eroberten die Kogana Tuchanka und machten sich eine Natur untertan, in der nur wir bestehen. Ich mach mal kurz den Shit hier. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich meine, dauert einen kurzen Moment, das ist schwierig. Von mir aus, da kannst du schon mal anfangen, ich bin ja noch am Rumfummeln. So, vielleicht können wir nicht. Ohne Problem, der nächste. Das geht ab. Ach, die kleinen Tierchen. Das kommt jetzt gerade. Das beeindruckt mich jetzt eher weniger hier. Mal die ganze Shit hier mitnehmen. Hallo. Da, diese Bestien sollen wissen, dass ich würdig bin. Natürlich bist du das, Grunt. Hallo, du bist Mitglied meines Teams. Ich glaube, es geht los. Zweifelst du jetzt auch schon? So. Kann ich die Batte pushen? Na, noch nicht. Wir sind hier noch Tierchen. Da ist noch was. Naja, fast, ja. Zu spät. Der Grunt. Ich sehe sie. Wir werden alle sterben. Noch einer. Auf den Boden, sofort. Ist hier Geld drin? Wahrscheinlich ja, ne? Okay, dann gehen wir mal kurz hier. Oh, Freunde. Wo ist denn das Shit-Ding hier? Hier unten natürlich. Das C-Ding ist hier. Dann haben wir das Ding, ist hier. Wartete, ist hier. Ja, fertig. Da kommen sie. Ich bin bereit. Ja, na, ich auch. Mäuschen. Yeah, direkt auf den Arsch. Direkt auf den Nuss, Mensch. Einer ist erledigt. Ja, voll. Friss das! Ohne Probleme. Selbstverständlich, Morden. Hallo. Einer ist erledigt. Guck mal, wie die alle schon rumschwimmen. Ich drück mal einen Button. Freunde. Dann wurden die Kroganer zu den Sternen empfohlen, um die Ängste einer Galaxie zu vernichten. Ein Feind, den wir in seinem Bau verfolgen können. Riecher, komm, der Tod wartet. Geht gleich los. Feinde im Anmarsch. Hoch! Hoch! Was ist das?
Was ist denn hier los? Ey, da guckst du mal auf, okay, aufs Bildschirm und schon bist halt tot. Was geht denn ab?